Ein Auto fährt selbstständig und entscheidet selbstständig, die Spur zu wechseln und zu überholen. Kein Fahrer muss mehr eingreifen. Science Fiction wird Realität. Das französische Unternehmen Valeo hat den Trend längst erkannt. Autonomes Fahren wird die Automobilbranche grundlegend revolutionieren. Auf freigegebenen Autobahnabschnitten in Süddeutschland testet Valeo vollautomatisierte Fahrzeuge. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Zum einen ist KI in der Lage, deutlich höheres Datenvolumen zu verarbeiten, aber ganz wichtig auch, Situationen nicht nur auszumessen, sondern eben auch zu verstehen, um dann eben dieses Vorausschauen erzeugen zu können, das für das automatisierte Fahren so wichtig ist. Für dieses Verständnis braucht die KI reale Daten, die mithilfe verschiedener Sensoren an Messfahrzeugen generiert werden. Der Straßenverkehr ist nämlich zu komplex, um ihn über ein formales Regelwerk erfassen zu können. Um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten, muss ein autonom fahrendes Fahrzeug verschiedene Objekte erkennen und klassifizieren können. Machine und Deep Learning sind hier die Komponenten zum Erfolg. Deep Neural Net, also neuronale Netze, funktionieren mit einem hohen Aufwand an Trainingsdaten. Das heißt, so wie ein Mensch seine Umwelt wahrnimmt und lernt, diese Umwelt zu verstehen, so bringen wir diesen Systemen auch ein Verstehen bei. Auch am DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken, beschäftigt man sich mit der Zukunft der Mobilität. Die Wissenschaftler verfolgen dabei aber einen anderen Ansatz. Unsere Alleinstellungsmerkmale sind eigentlich die, dass wir uns um die leicht verletzlichen Verkehrsteilnehmer kümmern. Das heißt also, unsere Arbeit betrifft jetzt weniger den Autobahnverkehr als mehr, sagen wir, innerstädtischen Verkehr. Und dort modellieren wir das menschliche Verhalten mit KI. Mit einem sogenannten Motion-Capture-Anzug sammeln die Forscher Daten über das Gehverhalten von Fußgängern. Die Daten werden in das System des autonomen Fahrzeugs eingespeist. Der Vorteil? Die künstliche Intelligenz des Autos soll durch unzählige Beispielfälle lernen, wie sich Fußgänger verhalten, um vorausschauend reagieren zu können. Während die Industrie sich darauf beschränkt, die Fußgänger zu erkennen, sind wir dabei, das Verhalten der Fußgänger vorherzusagen. Das verschafft uns einen Vorsprung von ca. 5 bis 7 Sekunden, wo wir das zukünftige Verhalten oder die zukünftigen Bewegungen des Menschen vorhersagen können. Bis Fahrzeuge vollautomatisiert selbst fahren können, wird es allerdings noch einige Jahre dauern. Denn es gibt noch viele Herausforderungen zu bewältigen, die sowohl technischer als auch rechtlicher Natur sind. Da sehe ich voraus, dass in 10 bis 20 Jahren ein Großteil der Neuwagen mit Systemen ausgestattet sein werden, wo sie zumindest teilweise die Fahraufgabe abgeben können. Wenn wir über innerstädtischen Verkehr sprechen, dann werden wir sicherlich auch über bauliche Maßnahmen uns unterhalten müssen, weil die Nähe leicht verletzlicher Verkehrsteilnehmer eben dann verhindert, dass man großflächig hochautomatisiert dort fahren kann. Künstliche Intelligenz wird auch viele andere Bereiche revolutionieren. Wie sie in der Produktion zu mehr Autonomie führt, zeigt die Automatica in München.